Hi, ich bin Paul von Moped Factory und heute stelle ich euch unsere GT vor. Was war denn die Idee für den Umbau der GT? Also wir hatten die Idee, ein Mofa zum Coffee Racer umzubauen und haben uns dann erstmal überlegt, welche Mofas überhaupt in Frage kommen. Für uns kamen nur Mofas mit Sitzbank in Frage, weil andere Mofas nicht wirklich für das Konzept geeignet sind. Wir haben uns für die GT entschieden, weil wir noch eine verbastelte GT da hatten. Das war ein angefangenes Projekt zum Rennmofa, aber wurde nie irgendwie fertiggestellt. Keine Papiere, Rahmen war gekürzt und ja, es fehlten ein paar Teile, aber hat sich für unser Projekt angeboten. Ja, unser Plan war es, beide Konzepte so zu vereinen, dass man den Coffee Racer Look hinbekommt, aber trotzdem noch das originale alte Mofa erkennen kann. Vom eigentlichen Mofa haben wir den Tank, den Rahmen, die Gabel, Schwinge, Räder. Um dem Ganzen den Coffee Racer Look zu verpassen, haben wir dann erstmal drüber nachgedacht, wie wir am besten das Heck und die Sitzbank umbauen können, weil die Original GT hat halt eher eine sportliche Sitzbank, das passt nicht wirklich ins Konzept. Und da die meisten fertigen Sitzbänke zu breit oder zu lang sind für ein Mofa, haben wir dann uns überlegt, dass wir unseren eigenen Höcker bauen. Ja, wir haben versucht, möglichst das Ganze sehr schlicht zu halten, wenig Anbauteile. Die Lampe ist ja bei der GT so rechteckig, das passt auch nicht wirklich dazu. Da haben wir uns dann für eine Runde von der Yamaha entschieden. Den Lenker haben wir Stummellenker verbaut. Funktioniert das mit den Stummellenkern? Das mit den Stummellenkern funktioniert ganz gut. Ja, die Sitzposition ist etwas gewöhnungsbedürftig, weil das ganze Mofa ja relativ kurz ist und das nicht vergleichbar ist mit einem Motorrad, aber man muss ja auch ein bisschen Kompromisse eingehen und das Design war uns auch relativ wichtig. Ja, beim Motor war uns wichtig, dass wir auf jeden Fall mehr Leistung haben als das Original Mofa, weil zu dem Coffee Racer Konzept ja auch gehört, dass es ein Racer ist. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, einen 80 Kubikzylinder zu nehmen. Wir fahren einen 24er Mikuni Vergaser von der DT80. Und ja, die Welle ist aus der Supra, weil die für die GTs ja mit das solideste ist. Und ja, dann haben wir uns überlegt, dass wir den Auspuff, dass wir da keinen Resonanzauspuff verwenden, weil das ein bisschen das Konzept sprengen würde. Es sollte eher dieser Retro-Look bleiben. Deswegen einen normalen 32 mm Krümmer und so ein Original-Standard-Auspuff. Also in unserem Motor ist eine PVL-Innenrotverzündung verbaut, weil die zusammen mit den 80 Kubik einfach die beste Leistung bringt. Der einzige Nachteil ist halt, dass wir keine Spule fürs Licht mehr haben. Also wir können das Licht nicht über die Zündung laufen lassen. Deswegen haben wir uns dann überlegt, wir nehmen einen kleinen Akku, alles auf 12 Volt und versorgen dann damit die beiden Lampen und dann haben wir uns auch entschieden, eine Hupe einzubauen.
Ja, also mit dem fertigen Projekt sind wir sehr zufrieden. Wir finden, dass wir es ganz gut geschafft haben, da diese Coffee Racer und Mofa zu vereinen. Und ja, wir hatten nie vor, die GT für die Straße anzumelden oder zuzulassen, weil das ziemlich unmöglich ist, so wie sie jetzt ist. Und ja, deswegen konnte man sich da natürlich ziemlich ausleben. Das hat es auch ein bisschen einfacher gemacht. Ja, wir sind jetzt ein paar Mal schon mit der GT gefahren und vom Motor gefällt es uns auch ganz gut. Mit den 80 Kubik hat man ordentlich Drehmoment für den kleinen Motor und durch den Auspuff auch über das ganze Drehzahlband. Ja, die läuft schätzungsweise momentan um die 70, 75. Viele haben den Motor vielleicht schon in der anderen GT von uns gesehen. Unsere Idee ist es halt, die andere GT jetzt wieder auf Original umzubauen, also Originalmotor wieder mit der kompletten Verkleidung, so wie sie halt früher mal aus dem Laden gekommen ist, weil das mittlerweile halt viel zu schade ist. Die alten Mofas, wenn Papiere da sind und alle Teile, die umzubauen. Ja, bei unserer GT jetzt war das ja nicht der Fall, deswegen konnte man das mal machen, aber die andere ist einfach zu schade, deswegen werden da wohl jetzt in Zukunft noch Videos zu kommen, wie wir die wieder umbauen. Wem das Projekt gefallen hat, der kann gerne ein Abo dalassen und wer uns darüber hinaus unterstützen will, kann das sehr gerne über Patreon tun.